So, meine Herren und Damen, herzlich willkommen bei Starfield. Ja, wir sind hier immer noch bei diesem komischen Kreisel-Ding-Objekt-Dingenskirchen und müssen hier irgendwelche Dinge tun, wovon wir keine Ahnung haben. Ach da. Mann. Hallo? Die Musik läuft noch, es dürfte alles gut sein. Kann ich noch einen Schluck trinken? Zum Wohle. Okay, passt alles. Jetzt so. Oh. Gravitationsfeld. Geht es dir gut? Wir müssen dich zur Loge zurückkriegen. Ah, die hat den Cooldown, wie ich das unten sehe.
Die Fähigkeit hat einen Cooldown. Die könnte ja nützlich sein gegen diese ganzen Viecher, die hier überall rumtingeln, aber ich möchte nicht darunter springen. Schauen wir mal außen rum, weil ich möchte da jetzt nicht runterjumpen und mir wieder das Genick brechen. Und was ich in der Folge noch machen will, ist Außenposten bauen. Das möchte ich in der Folge noch gerne machen. Ah, kann man nicht abbauen, okay. Hä? Oh, gib Gas, gib Gas! Solche Schönheit mitten im Nichts. So. Dann könnte man noch kurz nach einem... nach einem Planeten gucken. Für den ersten Außenposten. Wäre eine Idee. Wir sind wieder im Orbit. Ähm.
reisen wir da mal hin. Vielleicht können wir schon den ersten Außenposten errichten. Würde ich sehr feiern, wenn das geht. What? Können wir da nämlich schon mal den ersten Außenposten bauen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und können die ersten unserer Crew dann schon mal da absetzen. Landung im Gang. Und hier ist auch noch eine alte Basis, sehe ich gerade. Stopp. Das wollte ich. Egal. Falsche Taste. Zielpunkt erreicht. Orbit stabil. Dann reisen wir dahin und dann auch diesmal aussteigen tatsächlich, weil ich möchte selber einbauen. Landeanflug, alles im grünen Bereich. Warum juckt meine Nase immer nur, wenn ich den Helm nicht ausziehen kann, um mich zu kratzen? Ah, jetzt kann man auch bauen. Hier ist noch Chlor. Oh, Schadgas. Das kann ich nicht gebrauchen.
das. Lieber auf. Ziel erfasst. Mehr hast du nicht zu bieten. Hallo? What? Ja, das muss ich ja andermal machen. Außenposten bauen fällt da jetzt anscheinend aus. Wir gehen direkt zur Loge. Ist jetzt die beste Idee, wir müssen auch aus dem Level noch ein bisschen aufsteigen. Außer wir schauen noch nach einem anderen, das können wir auch machen. Nach einem anderen Planeten, meine ich. Können wir auch machen. Guter Start. Weil ich möchte das Thema Außenposten auch gerne abschließen.
Bleiben oder springen? Was sagst du? Eine gute Frage, Milady. Oh, falsche Auswahl. Was ist das? Hier ist eine Farm. Schauen wir da auch noch kurz vorbei. Und dann Außenpostenbau möglich ist, wenn ja, dann bauen wir einen. Landen wir da einfach mal in der Nähe. Vielleicht können wir da auch einen Außenposten bauen. Mal gucken. Alles zur Landung bereit. Okay, dann können wir das alles auch bauen. Etwas bauen, das Energie benötigt. B, der Baumodus. Was Energie benötigt oder Energie produziert? Eher was Energie benötigt, eher. Gebäude.
spaßiger. So. Möbel. Jetzt so. So. Ja.
Okay, da bräuchten wir Draht für. So. Stimmt, ich wollte da ja oben rein und den Tisch platzieren. Stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Okay. So. Muss ich erstmal ganz kurz gucken, wie komme ich aus dieser Schleuse wieder raus. So.
Nein. Oh ja, wir müssen dringend hier weg. Und zwar zu einem Arzt. Ich hoffe, wenn du kurz Zeit hast. Schön, dich zu sehen. Hey, brauchst du was? Kann ich dir behilflich sein? Ach ja, stimmt. Fast vergessen. Danke. Cockpit. Immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Fluglaufbahn berechnet. Und dann ab zur Constellation. Das machen wir noch kurz. Das machen wir noch schnell. Ihre Schilde sind weg. Schalte sie aus. Was denn? Wir beide sollten über was Wichtiges reden. Was denn? Hä? Wir haben etwas zu besprechen. Du entkommst nicht. Oh. Das war jetzt nicht meine Absicht. Das war jetzt nicht meine Absicht. Das war jetzt nicht meine Absicht. Ich glaube, ich habe den einen Heini da weggeballert. Wahrscheinlich den falschen, keine Ahnung. Das war nicht so gewollt. So. Teuer abschließen und dann davonfliegen. Ich mag das Gefühl. Fester Orbit erreicht. Und keine Gegner. Cool. Stopp. So. Wir haben es tatsächlich zu einem Außenposten geschafft. Da bin ich schon sehr stolz, dass wir das auch mal zustande gekriegt haben. Klar, wir brauchen noch mehr Ressourcen. Ich möchte es richtig schön ausbauen. Oh.
Oh, meine Gesundheit ist nicht die beste. Das sollte ich mal ganz schnell, das machen wir noch kurz, zum Arzt gehen und mich heilen lassen. Die Crimson Fleet ist im Moment in Gefahr. Ist, glaube ich, eine gute Idee, bevor ich da reingehe und mir da das Gespräch noch reinzwiebel. Großteil der Bürger hier in New Atlantis verlässt sich auf Reliant Medical. Unser Ruf spricht für sie. Nun, du siehst wirklich aus, als bräuchte... Ja, brauche ich auch. Also, was führt dich zu mir? Meine Güte, ein Glück, dass du gekommen bist. Ein bisschen altmodisches Nähen dürfte reichen. So gut wie neu. Okay, was kann ich für dich tun? Du brauchst auf jeden Fall einen Arzt. Ich kann nicht versprechen, dass du nicht spürst, aber danach geht es dir besser. Sieht alles gut aus. Tja, dann bist du hier auf jeden Fall richtig. Ah, Lungenschaden geheilt. Nice. Dann nehme ich hier noch... Medis mit. Ja, ich habe 45.000. So. Dankeschön. Pass auf dich auf. Jetzt können wir zu unserer Teambesprechung gehen. Das haue ich jetzt hier in das Video noch rein. Und dann beende ich die Folge nach Wir dem. Noch Leute. Wenn ich allem nachgehen würde, wer mir hier was sagt, dann müsste ich 50 Folgen Nebenmissionen machen. So. Das machen wir noch. Das geht in das Video noch easy going rein. Das ist manchmal der Gedanke, was hier vor sich geht. Direkt unter der Nase der UC. Was? Bei Craigs Knochen. Seh dich an. Wenn es in Ordnung ist, führe ich jetzt direkt ein paar Scans durch. Wir lagen mit der Anomalie richtig, oder? Du musst uns allen die Ohren spitzen. Bei der pechschwarzen See, wovon redest du? Was ist mit dir passiert? Wladimir, sieh dir das an. Die kardiovaskularen und neurologischen Werte sind nicht normal. Wie wäre es mit einer kleinen Demonstration? Zusammenfügen der Teile? Das haben alle gesehen, oder? Wow, ein Geschenk des Himmels. Und das bislang praktischste Ergebnis unseres kleinen Abenteuers. Für sowas habe ich keinen klugen Spruch. Das ist einfach... echt schräg. Alles hängt zusammen. Die Artefakte, der Tempel und diese Kraft. Aber wir wissen nicht, wie alles zusammenhängt. Wir brauchen mehr Infos. Gibt es noch mehr davon? Die Scans deuten bereits auf ein weiteres hin, das zu den bereits gefundenen Artefakten passt. Theoretisch sollte in jedem Tempel eins sein. Doch bei all den Anzeichen eine Übereinstimmung zu finden ist schwierig. Ohne das korrekte Artefakt zum Abgleich ist das unmöglich. Und auch dann dauert es eine Weile. Nicht alle auf einmal. Hast du wieder eins gefunden, komm nach Hause. So kann ich die Suche weiter eingrenzen.
Gut möglich. Ohne die Daten vom Artefakt war diese planetare Anomalie nicht zu entdecken. Man braucht das eine, um das andere zu finden. Um die Quelle zu finden, musst du trotzdem noch die Artefakte mit den Daten vom Auge abgleichen. Glaub ja nicht, dass der Tempel rein zufällig auf dich reagiert hat. Die Artefakte, die Visionen und deine neue Kraft, das alles passt irgendwie zusammen. Das alles hält uns auf Trab. Naja, drückt das Glück da draußen. Ich suche weiter nach planetaren Anomalien, die zu unseren Artefakten passen. Hast du schon die Zeit? Ich würde alles gerne klar. Sprechen. Gerne. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Zugegeben, du hast mich überrascht. Ich dachte, du verschwindest, sobald du hast, was du willst, aber ich lag falsch. Ich plane eine kleine Soiree. Schön, ich brauche deine Hilfe. Es geht um ein Artefakt, das wir kaufen werden. Ganz einfach. Der Verkäufer ist ein Freelancer in Neon, das heißt... Höchstwahrscheinlich wurde das Artefakt irgendjemandem gestohlen. Wir sollten bei der Verhandlung etwas mehr Präsenz zeigen. Und da kommst du ins Spiel. Oh, definitiv. Der freie Markt dort könnte nicht freier sein. Mit Geld bekommt man alles. Und das nutzen wir aus. Dann wäre das abgemacht. Wir müssen in der Stadt vorher bloß noch ein paar Leute besuchen. Hinterher gebe ich dir einen aus. Solange das Trinken nach der Verhandlung kommt. Oder was auch immer wir genau machen. Das wird ein Kinderspiel, versprochen. Du musst mich bloß nach Neon bringen. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Auf Wiedersehen. Das möchte ich gern in der kommenden Folge machen. Danke fürs Einschalten. Haut rein. Euer. Hallo, Cora. Was liest du im Moment denn so?